Nachdem in Lektion 1 besprochen wurde, was digitale Barrierefreiheit bedeutet, werden wir uns jetzt damit beschäftigen, wie man die Barrierefreiheit einer Webseite überprüfen kann. Dafür lernen wir einige Tests kennen, mit denen die Barrierefreiheit einer Webseite eingeschätzt und im Idealfall verbessert werden kann. Wir werden uns 6 verschiedene Themenbereiche ansehen und Techniken und Hilfsmittel genauer beleuchten, die uns bei der Überprüfung helfen. Vorab muss betont werden, dass die hier vorgestellten Tests nicht ausreichen, um alle Aspekte von digitaler Barrierefreiheit abzudecken. Je komplexer eine Webseite und ihre Komponenten sind, umso schwieriger ist es, die Webseite zu testen und umso höher die Anforderungen an die TesterInnen. Aber die Tests helfen bei der Einschätzung der Zugänglichkeit. Barrierefreiheit ist nicht unbedingt etwas, das man mit freiem Auge erkennen kann. Aber es gibt mehrere einfache Checks, die man durchführen kann, um sich einen Eindruck von der Barrierefreiheit einer Webseite zu machen, für die man keine Hilfsmittel oder Spezialwissen benötigt. Ohne besondere Hilfsmittel oder Programme kann man zum Beispiel ansehen, ob die Webseite einen eindeutigen Titel hat. Jede Webseite braucht einen aussagekräftigen, eindeutigen Titel. Oft ist es sinnvoll, wenn der Titel gleich lautet wie die Hauptüberschrift der Seite. Ein eindeutiger Titel hilft auch dabei, eine bestimmte Seite zu identifizieren, wenn man mehrere Browserfenster und Tabs geöffnet hat. Ob der Titel eindeutig ist, lässt sich nur im Vergleich mit anderen Seiten vom selben Webauftritt feststellen. Viele Seitentitel enthalten auch den Titel vom gesamten Webauftritt einer Seite. Das ist prinzipiell eine gute Idee. Dabei ist es wichtig, dass der eindeutige Teil, der eine bestimmte Seite identifiziert, am Beginn des Titels steht. Ein weiterer Check, den man ohne Hilfsmittel durchführen kann, ist die Vergrößerung. Eine Webseite muss auf 200% vergrößert werden können, ohne dass Funktionalität oder Inhalt verloren geht. Im Browser kann eine Seite vergrößert werden, indem man die Steuerung-Taste und gleichzeitig die Plus-Taste drückt. Bei 200% Zoom verändert sich oft die Navigation. Statt einer Liste an Links wird oft ein Menübutton angezeigt, mit dem die Navigation aufgeklappt wird. Jetzt wird überprüft, sind noch alle Inhalte vorhanden? Wird wesentlicher Inhalt von anderen Elementen überdeckt? Gibt es Seitenbereiche, die abgeschnitten werden? Wenn die Seite vergrößert ist, erscheint in der Adresszeile von Chrome eine Lupe mit einem Plus. Um wieder zur Ausgangsgröße zu kommen, kann man entweder Steuerung und Minus-Tasten drücken oder auf diese Lupe und anschließend auf den Zurücksetzen-Button. In Firefox wird die Vergrößerung in der Adresszeile angezeigt. Mit Klick auf die Zahl wird die Seite wieder auf die Ausgangsgröße verkleinert. Beim nächsten Test wird überprüft, ob alle interaktiven Elemente einer Seite mit Tastatur erreichbar sind. Interaktive Elemente sind zum Beispiel Links, Buttons und Formularfelder, wie Eingabefelder, Radio-Buttons und Checkboxen. Auch das kann ohne Hilfsmittel überprüft werden. Dazu muss die Seite aufgerufen werden und dann die Tab-Taste gedrückt werden. Der erste Link einer Seite ist oft ein Sprunglink. Das ist ein Link, der nur sichtbar wird, wenn man mit Tab-Taste hinspringt. Sprunglinks sind praktisch, wenn man eine lange Navigation überspringen möchte. Jetzt kann man mit der Tab-Taste durch die Seite navigieren. Dabei beobachtet man, ob alle Links, Buttons und andere interaktiven Elemente fokussiert werden. Jeder Fokusschritt muss auch erkennbar sein. Das kann ein Fokusrahmen sein oder ein Farbwechsel. Man muss immer wissen, wo man sich gerade befindet. Radio-Buttons und Auswahlfelder werden mit Tab-Taste fokussiert, aber dann muss mit den Pfeiltasten weitergemacht werden. Auswahlfelder werden mit der Tab-Taste fokussiert. Um alle Optionen zu sehen, können sie mit Enter oder Leertaste geöffnet werden. Die Auswahl wird wie bei den Radio-Buttons mit den Pfeiltasten getroffen. Checkboxen werden mit Leertaste aktiviert. Mit der Großschreibtaste und Tab kann zurücknavigiert werden. Bei der Überprüfung der Tastaturbedienung wird auch überprüft, ob die Reihenfolge logisch aufgebaut ist. Der Fokus soll nicht auf der Seite hin und her springen, sondern dem visuellen Aufbau der Seite folgen. Wenn man zum Beispiel einen Button fokussiert, der ein Dialogfenster öffnet, dann sollte der Fokus in das Dialogfenster gehen und dann so lange im Dialogfenster bleiben, bis man das Fenster wieder schließt. Cookie-Banner liegen oft über der gesamten Seite. Man kann die Seite also nicht benutzen, bevor man die Cookies akzeptiert hat. Damit das klappt, muss der Cookie-Banner ganz am Anfang fokussiert werden. Wenn das nicht so ist,
muss man dann durch die gesamte Seite navigieren, um irgendwann beim Cookie-Banner zu landen. Dabei sieht man oft den Fokus gar nicht, weil er vom Banner verdeckt wird. Das waren jetzt 3 Tests ohne besondere Hilfsmittel, um die Barrierefreiheit einer Seite zu testen. Als nächstes schauen wir uns die Seitenstruktur an. Eine Webseite muss durch Überschriften gut strukturiert sein. Dabei muss auch die Überschriftenhierarchie beachtet werden. Überschriftenebenen sollen nicht übersprungen werden. Eine gute Überschriftenstruktur hilft bei der visuellen Orientierung auf der Seite und sie hilft Personen, die mit Screenreader auf eine Seite zugreifen. Man kann die Überschriften im HTML-Code analysieren, aber anschaulicher und schneller geht es mit einer Browser-Erweiterung. Es gibt sehr viele Erweiterungen zum Testen von Barrierefreiheit. Im Beispiel hier wird Accessibility Insights for Web gezeigt. Wenn die Option Headings aktiviert ist, werden alle Überschriften auf der Seite umrahmt und die Überschriftenebene angezeigt. Jetzt kann auch überprüft werden, ob alle Textstellen, die wie eine Überschrift formatiert sind, auch als Überschrift ausgezeichnet sind. Außerdem kann die Überschriftenhierarchie überprüft werden. Es kann auch passieren, dass beim Arbeiten im Editor Text, der als Überschrift ausgezeichnet war, gelöscht wurde und die Auszeichnung bestehen bleibt. Dann werden leere Überschriften angezeigt, die entfernt werden sollten. Bilder auf Webseiten benötigen einen Alternativtext. Der Alternativtext muss den Bildinhalt beschreiben. Das Thema Alternativtexte wird auch ausführlich im ersten Teil der Lektion 3 behandelt. Wenn ein Bild gleichzeitig ein Link ist, dann muss der Alternativtext das Linkziel beschreiben. Es soll aus dem Alternativtext klar hervorgehen, wohin ich gelange, wenn ich den Link auswähle. Auch Alternativtexte kann man im HTML-Code einer Seite nachsehen, aber dafür gibt es auch praktische Werkzeuge, die die Arbeit erleichtern. Mithilfe der Funktion der Web-Developer-Toolbar wird der Alternativtext der Bilder eingeblendet. Alternativtexte müssen im Kontext bewertet werden. Vermittelt der Alternativtext, was das Bild an dieser Stelle vermittelt? Sie sollen so kurz wie möglich und so lange wie notwendig sein. Dekorative Bilder, die keine Informationen vermitteln, können einen leeren Alternativtext haben. Dann werden sie vom Screenreader übersprungen. Text auf Webseiten sollte je nach Schriftgröße einen Mindestkontrast von 3:1 oder 4,5:1 haben. Dieser Wert bezieht sich auf die Luminosität der Farben. Zum Vergleich, Schwarz auf Weiß, der größtmögliche Kontrast zwischen zwei Farben, hat den Kontrastwert 21:1. Der Kontrast von Nicht-Textinhalt muss mindestens 3:1 betragen. Das betrifft Icons, die ohne Text verwendet werden, und Grafiken, die Informationen vermitteln. Logos sind von der Regelung ausgenommen. Um Kontrastwerte zu messen, gibt es verschiedene Werkzeuge. Für Windows und Mac gibt es den kostenlosen Color Contrast Analyzer. Online gibt es zum Beispiel den Contrast Checker von WebAIM. Mit der Pipette können Farben aufgenommen werden und wenn der Hexcode oder RGB-Wert einer Farbe bekannt ist, kann er auch direkt eingegeben werden.